Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go Vacation auf der Switch! Hallo zusammen, ein Part von Switch Vacation. Wir sind im Seeresort und machen heute beim Tauchen weiter. Willkommen beim Seeresort Manny. Schauen wir mal, wie der Auditoring-Fortschritt aussehen, haben wir im letzten Part gemacht. Wundervoll, Auditoring ist abgeschlossen. Wir kommen bald wieder, wenn es Neues gibt. Das stimmt. Aber erstmal wollen wir jetzt wunderschönen Tauchen. Haben wir noch einiges vor uns. Wir haben in der letzten, also in der vorletzten Folge, haben wir leider nur 2 Stufen geschafft beim Tauchen, beim Tiersuche, glaube ich, heißt das. Und ja, wird's besser werden. Willkommen, ihr könnt erleben, wie viel Spaß ein Tauchgang macht. Mit einer Sauerstoffflasche auf dem Rücken kannst du ungehindert die Unterwasserwelt erforschen und eine nie gesehene Welt entdecken. Du kannst entweder Tauchorte erkunden oder dich auf der Suche nach neuen Fischarten machen. Die Abenteuer erwarten dich. Hast du Lust auf das Tauch ausprobieren? Ich bin sicher, dass unvergessliche Erlebnisse auf dich warten. Es tut mir leid, aber wir müssen warten. Punkt, Punkt. Der Hund ist Punkt, weil ich euch im letzten Part gefragt habe, ob ihr einen Namen dafür den habt. Ich nehme das noch im selben Session auf quasi. Heißt, ab der nächsten Session hat ihr dann eventuell einen Namen, aber in dieser Session halt eben noch nicht. Wir müssen jetzt Fischsuche. Machen wir Stufe 3. Bin gespannt, was es jetzt gibt. 6 Delfine. Das ist machbar. 6 Delfine sind machbar. So. Delfine ist eh ein ziemlich kleines Gewässer. Also die ersten Stufen sind alle machbar. Da hinten sind Delfine. Yo, was hast du denn da im Mund? Ah, das ist dein Mund. Oh. Tut mir voll leid. Ich wollte sie nicht beleidigen, Herr Delfin. Ich dachte, der hatte irgendwie ein Frisbee oder irgendwas im Mund. Das war sein Mund. Es tut mir jetzt ein bisschen leid. Kennt ihr das, wenn ihr aus Versehen so jemandem was sagt, ey, was ist bei dir los? Und nur weil er nicht gescheit hinschaut oder so. Und dann fühlen die sich dann irgendwie beleidigt und du denkst sie so, nein, das war doch gar nicht böse gemeint. Passiert mir leider viel zu oft. Dass ich irgendwas sage und es ultra nett meine. Aber dann das irgendwie voll böse rüberkommt und ich so, nein, oh mein Gott, das soll doch nicht so. Ah, ja. Ich meine, wichtig ist immer, wie es wirken soll. Wie es letztendlich wirkt, ist dann auch ein bisschen abhängig von dem der Person, der man das sagt. Aber dennoch denke ich, ja. Dennoch denke ich, dass es jetzt nichts Schlimmes ist, wenn was falsch rüberkommt, wenn man sich danach wieder ausspricht ein bisschen. Natürlich blöd, wenn man sich nicht aussprechen kann, weil die Person einen komplett irgendwie blockiert auf irgendeinem WhatsApp, weiß ich was, oder halt einfach keine Lust hat, mehr weiterzureden. Also da darf es auch nicht so nur sein. Halsband an einem Mundfisch, Buffduff und Kaiserfisch. 4 Fische. Okay, 4 verschiedene Fische. Die kleinen Fische zu suchen sind ziemlich schwer. Also die erste Runde mit den Dingen ging jetzt echt einfach. Mit kleinen, großen. Wie hießen die jetzt nochmal? Großen Tümmlern, genau. Hier schwimmen die großen Fischis rum. Und da haben wir schon den ersten. Ist es der Buffduff? Ich kenne leider. Ich muss nur A drücken, ja. Ich glaube, es war der Buffduff. Dann haben wir noch die anderen. Da haben wir noch mal einen. Fischi? Oh. Fischis. Nein, ich wegschwimmen. Fischi. Ich habe auf sie zu verstören. Ich bin hier lieber weiter. Halsband an einem Mondfisch und anderen. Kann ich mal weg. Nein, ist niemand da. An. Wir haben unendlich viel Batterie. Dann kann man das ja mal machen. So, dann haben wir. Ne, den anderen Fisch. Fähnchenfische. Die Halfter. Und dann brauchen wir noch den. Wahrscheinlich haben wir den schon und ich rede hier die ganze Zeit. Mann. Aber nein, ich glaube, den haben wir wirklich noch nicht. Nicht hier liegen. Wo hier hin? Cool. Austauchen. Eine darf ich nicht. Oh, schade. Naja, haben wir im Freitauchen ja schon gemacht. Da haben wir uns schon alles mehr oder weniger angeschaut. Da geht es jetzt weiter, deswegen. Ich glaube nicht, dass sie so am Rand sind. Das würden die auf ihre Köpfe gestiegen werden, wenn da irgendwelche
irgendwelche Leute, der immer. Wird auch nicht überall. So. Suchen. Hier rüber. Da drüben welche? Nee. Doch da. Nee. Schimmert nur. Oh, da seid ihr das? Ihr seid ja übelst versteckt. Ihr seid ja übelst versteckt. Habe ich euch. Sehr schön. Cool. Es läuft heute tatsächlich ziemlich gut, muss man sagen. Wollen wir mal, dass wir vielleicht Stufe 5 noch machen? Ein bisschen mehr. Mal gucken, wie weit wir kommen. Es läuft doch gar nicht so schlecht. Also, ich bin zufrieden. Napoleon-Lipfisch, den finden wir safe. Immer trocken. Walhai. Okay, finde ich okay. Ich glaube sogar, dass sie einfacher sind als gerade eben. Die sieht man wenigstens. Kann man nicht übersehen. Das ist schon eine gute Sache. So, hallo, mein Dude. Hinten ist ein Lippfisch. Auch die ich schon gefunden. Die beiden Wale, beziehungsweise ein Walhai und ein Buchwal. Da haben wir auch schon den Walhai. Walhalla. So. Jimmy, danke. Der schaut so derpy. Oh, da unten. Bleib da. Hab schon hohes. Kochlevel ist schon hoch genug, dass ich damit herkomme. Dann bin ich. Hat man. Finde den doch. Dankeschön. Ich dachte mir schon. Das nicht so. Der Buckelwal, der ist glaube ich weiter oben. Ich glaube über den ganzen. So. Hier könnte ein bisschen Problem werden zu finden. Er ist zwar riesig, aber dennoch muss. Ich glaube, der ist einfach irgendwo weit draußen. Ich glaube, der ist jetzt nicht versteckt. Aber wo soll er sich auch verstecken? Ich meine, es ist ein Buckelwal. Ist riesig. Ja. Noch 3,5 Minuten fast, um einen Buckelwal zu finden. Finden wir noch. Der macht vielleicht so Geräusche, der jault so ein bisschen. Weil ich wie Walisch reden, wie ein Ding damals in Findet Nemo. Kennt ihr den Film noch? Wahrscheinlich schon, oder? Hat auch einmal Dori, die Findet Dori in den Thumbnail geschrieben. In der Wahl. Aber ich habe ja keine andere Wahl, als den Wal zu suchen. Haha. So ist das. Sehr schön. Glaube hier. Lache, da kann doch kein Wal schwimmen. Bei den Tiefen. Sicher. Bin ich müde vom Y-Spammen. In der Buckel. Da, warte, ist der Buckel? Mantarochen, okay. Mari21 verwechselt einen Mantarochen mit einem Buckel. So andersrum. Buckel mit einem Mantarochen. Dad. Ein kleines Kompliment für den Buckelwal, aber ein böser Front gegen den. Ich finde den nicht. Kann man einen Buckelwal nicht finden? Kann mir das jemand erklären? Wie kann man denn so lost sein? Strömung, ich dachte, das wäre ein Buckelwalgeräusch, aber.
Ich glaube, das wird nichts, ich finde nichts. Ich fahre nur nach links lang, aber das schafft mir Zeit, ich hätte auch. Strange. Was soll denn der sein? Mein Buckelwald ist riesig. Kann man doch eigentlich übersehen, oder? Scheint ich schon. Ich habe ein Talent dafür. Ach, Jemin. Ja, Jemin. Wenn wir es sehen würden, dann wüssten wir, dass er existiert. Wie der andere Fisch im letzten Part einfach im Urlaub ist. Wir müssen es nochmal machen. Schauen jetzt mal auf der Karte rechts oben. Da könnte er auf jeden Fall sein. Ich wollte nicht ins. Oh. Stufe 5. Machen wir den noch. Dann war es auch für die Folge, würde ich sagen. Aber die wollen wir jetzt noch schaffen. Napoleon. Warte, wir können schauen, wo wir den sehen jetzt. Rochen, ja, also okay. War da irgendwas? Draußen, der ist weit draußen. Der ist safe ganz weit draußen. Der ist hier nirgendwo. Auch nicht da links. Der muss da draußen auf dem Meer sein. Weil der ist ja riesig. Haben wir? Der Polyolippfisch nicht. Ja, der ist jetzt erstmal die Priorität 1. Wir müssen aber schon aufs offene Meer raus und dann hören wir ja schon die Geräusche von dem. Da haben wir ihn, Buckelwal. Coole Geräusche. Erinnern wir noch den Walhai? Der rechte, nicht der Hammerhai. Hier ist der Walhai. Der ist auch ziemlich cute. Ich noch, nehme ich dich noch. Ah! Dankeschön. Also ich krieg den nicht. So. Und dann noch den Napoleon-Lippfisch. Wird wahrscheinlich wieder hier bei seinem entspannten Pavillon. Ja, nö, der ist heute nicht da. Einen Ausflug gemacht. Bin aber nur. Schauen wir mal. Der Polion, der Fisch, wo bist du? Wie bin denn? Ja gut, 3 Minuten sollte ich jetzt echt Zeit haben, diesen Fisch zu finden. Denke, das kriege ich jetzt schon hin. Da ist er ja auch schon. Na du. Oh, die Strebung haut mich in die Wand. Hab ich dich. Hallo. Ja, nicht gleich küssen. Ich wollte nur dich finden. Danke. Sehr gut. Haben wir Stufe 5 geschafft. Ich will sagen, das war's auch von der Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.